Hallo und herzlich willkommen bei Discussi Digital. Wohl selten war das Thema Pflege so stark im Fokus der Politik wie seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Bilder von einer klatschenden Bevölkerung haben sich dabei in den Medien abgewechselt mit Berichten über erschöpftes Pflegepersonal. Aber der Pflegenotstand und die Arbeitsbedingungen in der Pflege sind nicht erst seit gestern ein Thema auf der politischen Agenda der Schweiz. Unter anderem, weil die Bevölkerung immer älter wird, sind ganz viele Menschen auf die Pflege angewiesen. Darum haben 2017 der Verband der Pflegefachkräfte, SBK, eine Pflegeinitiative eingereicht. Die Initiative verlangt, dass der Bund und Kantone Pflege fördern. Einerseits heisst das, dass es genügend diplomierte Pflegefachpersonen geben soll, sprich, dass die Ausbildung der Pflegefachpersonen gestärkt werden soll. Andererseits bedeutet das auch, dass der Bund die Arbeitsbedingungen in der Pflege regeln soll und für eine angemessene Bezahlung von Pflegefachpersonen sorgen soll. Wenn die Initiative nicht angenommen werden würde, ein sogenannter indirekter Gegenvorschlag in Kraft treten. Der indirekte Gegenvorschlag ist vom Parlament verabschiedet worden und er nimmt einige der Forderungen der Initiative auf, insbesondere im Bereich der Ausbildung. Er nimmt aber keine Forderungen auf bezüglich der Löhne und der Arbeitsbedingungen. Was sagt pro Seite? Die Pro-Seite findet, dass die Initiative notwendig ist, um auch in Zukunft genug Pflegefachkräfte zu haben. Also die Investitionen in die Ausbildung sind zentral. Weiter findet die Pro-Seite, dass die Löhne vom Pflegepersonal den Anforderungen und der Arbeit der Pflege entsprechen müssen. Zuletzt findet die Pro-Seite, dass bessere Arbeitsbedingungen zwingend sind, damit weniger Menschen aus dem Beruf aussteigen. Und gerade dieser Punkt würde den Gegenvorschlag zu wenig aufnehmen. Die Kontraseite findet die Initiative zu extrem. Sie findet, es sei nicht Aufgabe vom Bund, für einzelne Berufsgruppen Arbeitsbedingungen vorzuschreiben. Weiter findet die Kontraseite, dass der Gegenvorschlag das bessere Instrument sei, weil er eine Ausbildungsoffensive vorgesehen, die innerhalb von 8 Jahren ein bisschen weniger als 1 Milliarde investieren will. Zuletzt findet die Kontraseite, dass die Initiativen dazu führen können, dass die Krankenkassenprämien noch weiter steigen würden und das sei unverantwortlich. Was passiert, wenn diese Themen und diese Argumente aufeinandertreffen, das seht ihr in der anschliessende Diskussion. Viel Spass. Herzlich willkommen. Ich begrüße die beiden Podiumsteilnehmenden Marvin Ehlen. Er ist von der Jungen Grünen Schweiz und Jill Nussbaumer. Sie ist Vizepräsidentin von der Jungfreisinnigen Schweiz zu unserem heutigen Discussi Digital Podium zur Pflegeinitiative. Vielen Dank für eure Teilnahme. Schön, sind ihr hier. Gerade die erste Frage an dich, Marvin. Steht es eigentlich so schlecht um den Beruf Pflege in der Schweiz, dass es diese Initiative jetzt wirklich braucht? Auf jeden Fall. Also schon vor Corona ist wichtig, das zu erwähnen, haben wir einen Pflegenotstand gehabt. Das ist jetzt nicht etwas, was auf einmal gekommen ist. 2017 sind die 120.000 Unterschriften fast gesammelt worden aus dem Pflegenotstand raus. Und was das konkret bedeutet, ist eigentlich, was mich am meisten schockiert hat, wir haben es jetzt auch in Corona gemerkt, ist wirklich, dass 46% Berufsaufstiegsrate ist. Also das sind so viele Leute wie aussteigen von den insgesamt Ausbildeten, die in diesem Beruf tätig sind. Und das aus verschiedensten Gründen. Sehr viele leiden unter psychischer Belastung, enorme Stresssituationen, Depressionen, Burnout. Und das aufgrund von unregelmäßigen Arbeitszeiten, wo
ja, verschiedenste Folgen auch einfach im privaten Leben haben, für die Pflegenden. Und ich denke, das ist ja einfach sehr ernst zu nehmen und darum haben sie auch die Initiative lanciert. Also das kommt wirklich von den Pflegenden aus. Das zeigen einfach die Erfahrungsberichte, pflegende Berichte aus dem. Wir haben jetzt vielleicht auch ein Cent oder andere Mal während Corona gesehen, wie darüber berichtet worden ist. Und gerade nur während Corona jetzt sind weitere 10% vor allem Pflegende aus ihrem Beruf ausgestiegen, wegen zu hoher Überlastung, Burnout und auch andere Gründe, wo größtenteils dem Pflegenotstand ja, zuzuordnen sind. Dann, danke. Entschuldigung. Ja, es ist einfach wichtig, da zu sehen, dass die Menschen, also wenn jetzt Leute ausfallen in der Pflege, dann können die trotzdem arbeiten. Also die bekommen irgendwann ein Telefon in ihrer Freizeit. Hey, wir haben zu wenig Mitarbeitende. Und dann können die, weil es halt für Menschen, um Menschen geht, Menschenleben, trotzdem arbeiten. Und ja, tun sich eigentlich dem System anpassen, was vielleicht auch ihre Schwäche ist. Aber das, ja, dem sind wir natürlich auch sehr dankbar. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Wird sich natürlich auf ihren Arbeitsalltag aber ausprägen. Danke vielmals. Chill, der Marvin ist jetzt da auf unsere Pandemie gegangen, die leider immer noch herrscht. Im März 2020 sind wir auf dem Balkon gestanden und haben dem Pflegepersonal für ihre herausragende Arbeit, muss man sagen, applaudiert. Jetzt ist es nicht an der Zeit, dass auf den Applaus auch wirklich Taten folgen, politische Taten. Ja, unbedingt. Also ich kann dem zustimmen. Ich glaube, ich finde alles unterschiedlich, was der Marvin gesagt hat, bezüglich der Leistung, die die Pflegenden bringen, auch die Herausforderungen, die sie ganz speziell haben in ihrem Beruf. Und das ist auch der Grund, wieso der Bund und Kanton jetzt bereits in letzter Zeit gewisse Massnahmen getroffen haben. Also seit im letzten Jahr können die Pflegenden bestimmte Leistungen ohne ärztliche Genehmigung erbringen. Früher hat es für alles wieder ein Arztzeugnis gebraucht oder eine Bestätigung von einem Arzt. Dabei sind ja die Pflegenden am nächsten am Patienten dran und können jetzt in vielen Bereichen selber entscheiden, was nötig ist und das auch gerade erbringen. Dann ist auch ein Masterplan zur Pflegeausbildung lanciert worden. Der hat bereits Wirkung gezeigt, also auf die Tertiärstufe. Das bedeutet zum Beispiel Fachhochschule oder höhere Fachschule. Haben wir 2012 im ganzen Jahr 1800 Absolventinnen und Absolventen in dem Bereich Pflege. 2019 sind es dann schon 3000 gewesen. Und auch bei der Fachangestellten Gesundheit, also die, die eine EFZ-Lehre macht, ist innerhalb von diesen 7 Jahren die Zahl von 4000 in einem Jahr auf 6200 angestiegen. Und die Zahl, die muss weiter steigen. Darum finde ich auch den Gegenvorschlag, ich glaube, wir kommen nochmal darauf zurück später, sehr wichtig, weil der sehr schnell eine Offensive macht in der Bildung und dort auch sehr viel Geld zur Verfügung stellt. Und Bund und Kanton haben auch Massnahmen zum beruflichen Wiedereinstieg ergriffen. Eben genau, dass Leute, die vielleicht ausgestiegen sind oder bewusst eine Babypause gemacht haben, dass sie, wenn sie wollen, wieder in den Beruf zurückkommen. Das ist ein sehr anspruchsvoller Beruf, wo man gewisse Programme braucht, um die wieder eingliedern. Also da hat Politik bereits die Dringlichkeit zum Teil erfasst, aber man kann sicher noch mehr machen. Und um das mal vorwegzunehmen, ich denke, das Parlament und der Bundesrat ist sich dem bewusst und das zeigt eigentlich genau den Gegenvorschlag, weil in der Regel ist so in der Politik, wenn eine Initiative lanciert wird und das Parlament und der Bundesrat finden, das Anliegen ist sehr wichtig, wir nehmen das ernst, aber wir können die Initiative nicht gut umsetzen oder wir sind in gewissen Ausprägungen nicht einverstanden. Das ist immer der Fall, wenn es einen Gegenvorschlag gibt, um das auf Gesetzesebene so zu regeln, dass wir einfach gerade eine Lösung finden, um dem Problem zu begegnen. Und ja, darum würde ich zusammenfassend sagen, die Dringlichkeit ist erkannt worden, auch auf politischer Ebene und es sind Massnahmen ergriffen worden und es werden auf jeden Fall mehr Massnahmen ergreifen, auch wenn man Nein zu der Initiative sagt, weil dann der indirekte Gegenvorschlag automatisch angenommen und durchgeführt wird. Okay, danke vielmals, Marvin. Jill hat jetzt da einige konkrete Massnahmen schon aufgezählt, die ergriffen worden sind und sie hat auch schon
den Gegenvorschlag erwähnt, der vom Parlament ausgearbeitet wurde. Jetzt, Marvin, reicht oder langt der Gegenvorschlag nicht? Ja, ich denke, es wäre fair, wenn wir kurz noch sagen, was eben im Gegenvorschlag, wie Jill schon gesagt hat, sind die Ausbildung und die selbstständige Abrechnung drin. Das sind zwei von den vier Forderungen, die in der Initiative gestellt worden sind. Und das habe ich nämlich vorher auch noch zu wenig gesagt, eben neben der Belastung. Also die Arbeitsbedingungen sind wirklich unter Zeitdruck eigentlich ihre Arbeit machen. Die Arbeit kann nicht mehr gleich gut gewährleistet werden, wie wenn mehr Pflegende sind, weil momentan sind über 11'000 Pflegefachkräfte, die fehlen, Stellen umgesetzt. Und darum sind eben in der Initiative zusätzlich noch die Arbeitsbedingungen als Forderung, dass der Bund die regelt, sowie höhere Bezahlung, also der Lohn, dass der auch geregelt wird vom Bund. Und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dass das auch erhöht wird, dass das der Bund regelt. Genau, und das fällt einfach eindeutig im Gegenvorschlag. Und darum bin ich und momentan auch 80% von der Bevölkerung in der Meinung, dass wir die Pflegeinitiative annehmen sollten. Danke vielmals, Marvin. Jill, wir haben gehört, 80% von der Bevölkerung spricht sich für Pflegeinitiative aus. Was ist deiner Meinung nach der Grund, wieso dass man eigentlich für einen Gegenvorschlag stimmen sollte? Ja, der Grund ist, dass der Gegenvorschlag genau die Forderung aus der Initiative aufnimmt, die man auf Bundesebene überhaupt regeln kann. Das ist, wie gesagt, die Bildungsoffensive und die direkte Abrechnung. Und der Vorteil ist von diesen zwei Forderungen, wenn sie nur auf Verfassungsebene geregelt sind, dann nachher muss das Parlament zuerst noch das Gesetz ausarbeiten und das kann recht lang dauern. Und man weiß auch noch nicht genau, wie das geregelt wird. Und jetzt in diesen konkreten Massnahmen im Gegenvorschlag ist schon klar, dass rund 1 Million in den nächsten 8 Jahren zur Verfügung steht für Bildung. Das ist sehr viel Geld, weil zum Vergleich 2013, wo wir über die medizinische Grundversorgung abgestimmt haben, hat der Gegenvorschlag nur ein Drittel von diesen Mitteln enthalten. Und die direkte Abrechnung der Pflegefachpersonen, die ist im Gegenvorschlag geregelt mit einer Kostenkontrolle, wo sicherstellt, dass es zwar weniger Bürokratie gibt für die Pflegenden, aber auch, dass unsere Krankenkassenprämien nicht steigen, dass Gesundheitskosten allgemein nicht ansteigen. Also, das haben wir schon sehr gut geregelt. Und vielleicht noch zu den Löhnen würde ich auch gerne etwas sagen, auch, dass sich jetzt da die Schülerinnen und Schüler ein Bild machen können, die das hören, oder Zuschauerinnen und Zuschauer im Allgemeinen. Also, der mittlere Lohn von jemandem, wo Lehre gemacht hat als Fachabgestellte oder Fachabgestellte Gesundheit. Das ist 5'400 Franken im Median, also Operation Mittelfeld. Und wenn man eine höhere Fachausbildung gemacht hat, dann ist es 7'400 Franken. Also das liegt über einem gesamtschweizerischen Medianlohn. Und man sieht die Löhne meiner Meinung nach mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden regeln. Also einerseits sind natürlich die Spitäler und die Institutionen in der Pflicht, ihre Leute richtig zu entlohnen. Aber wenn das nicht sieht, dann muss auch die Gewerkschaft, also eben die Arbeitnehmenden vertritt, in die Bresche springen und das aushandeln. Und das hat die Gewerkschaft VPOD schon gemacht. Also die dafür einstehen, dass der Service Public, dass die richtig entlohnt werden, die Leute, die im öffentlichen Dienst sind. Und die haben bereits gefordert, eine 36-Stunden-Woche und 110% Lohn. Ich glaube, das war gerade vor 2 Tagen. Das heisst, dort sind jetzt Verhandlungen und Forderungen schon im Gang und das wäre auch viel schneller, wenn die sich einigen können, als wenn der Bund etwas muss erlauben, dann auf Gesetzesebene und nachher noch auf kantonal oder Branchenebene muss umgesetzt werden, weil der Bund kann keine Zahlen festlegen. Er könnte zum Beispiel nur sagen, es braucht einen Gesamtarbeitsvertrag. Aber ob der und wie der dann gemacht wird, kann er nicht. Und das Gleiche bei den Arbeitsbedingungen, weil die kommt ja auch sehr nochmal darauf an, was es für Institutionen in der Not. Im Notfall braucht man vielleicht eine andere Anzahl Pflegende als in einer Pflegeinstitution. Also kann das der Bund auch gar nicht so festsetzen. Und dort ist die Gefahr, dass wie eben damals in der medizinischen Grundversorgung, in der Initiative vor 7 Jahren, dass es dann verwässert, weil dort ist das auf Verfassungsebene festgesetzt worden und wir haben bis heute eigentlich noch keine konkrete gute Lösungen können umsetzen. Darum
zusammenfassend, der Gegenvorschlag ist schnell, konkret und hilft dort, wo es am nötigsten ist. Und die anderen Sachen sind jetzt auch schon in Verhandlung, Arbeitsbedingungen und Lohn. Danke vielmals, Jill. Marvin, unser Podium neigt sich leider schon wieder am Ende zu, ganz schnell. Jill hat erwähnt, der Gegenvorschlag ist schneller, auch effektiver. Und sie sagt auch, dass der Bund oder generell die Verfassung vielleicht die falsche Institution ist, um so ein Arbeitsverhältnis zu regeln. Was ist deine kurze Antwort auf das? Momentan schaffe ich es, also ich würde sagen, nein, das andere, also die Initiative kann genauso schnell sein, weil wir sehen jetzt, es ist im Bund wirklich wichtig. Sie können das schnell machen, sie werden das auch schnell machen, weil, also sie haben es jetzt auch geschafft und ich sehe, im Vergleich zu anderen Initiativen ist es wirklich ein starkes Anliegen, das alle Parteien vertreten und das Anliegen sehr wichtig ist. Ich sehe einfach, dass wenn nur mehr der Gegenvorschlag angenommen wird, ist es wie ein Sieb sozusagen. Weil wenn die Arbeitsbedingungen und eben die Zahlung, einfach die Bedingungen allgemein im Job nicht besser werden, dann bringen mehr Ausbildung und selbstständiges Abrechnen viel weniger, weil dann viel mehr wieder gerade halt durch das Sieb rausgehen, wo einfach den Job aufhören. Und auch das Bund und also das Kanton und eben die Arbeitsgeber das regeln können, dann haben sie es einfach in den letzten 20, 30 Jahren nicht so gut geschafft, das zu regeln. Und darum ist es jetzt an der Zeit, dass eben der Bund das regelt. Und wieso das nicht der richtige Weg ist, das Argument sehe ich nicht ganz, weil es ist so eine informelle Norm. Also das ist nie festgeschrieben, dass das nicht vom Bund kann geregelt werden. Und in dem Fall ist es eindeutig nötig, weil es eben wirklich dringend ein Pflegenotstand ist. Und innerhalb von den ersten 1,5 Jahren nach Annahme der Initiative werden ebenfalls Gelder gesprochen. Das ist in den Übergangsbestimmungen. Also das ist im Gesetzesartikel unten, gibt es immer eine Übergangsbestimmung, die sagt, ja, das und das und das, bis eben die Initiative umgesetzt ist, schon in Kraft treten, also umgesetzt werden. Alles klar, danke vielmals für deine Ausführungen. Unser Podium ist leider schon am Ende angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Marvin, und bei dir, Jill, für eure Teilnahme hier am Podium. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit und bleibt gesund. Sollen die Arbeitsbedingungen und die Löhne in der Pflege besser vom Bund geregelt werden, so wie das die Pflegeinitiative verlangt? Oder reicht der Gegenvorschlag, um die ganze Situation in der Pflege in der Schweiz zu verbessern? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare. Wenn ihr außerdem noch mehr Informationen zu der Vorlage wollt, dann klickt auch unten in die Links in der Videobeschreibung. Und Updates und Informationen zu unseren Podien und zu dieser Vorlage findet ihr natürlich auch auf unseren sozialen Medien. Also nicht vergessen, liket uns auf Facebook, folgt uns auf Insta und Twitter und lasst auch hier auf YouTube ein Abo da. Thank you.